Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo, selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Rubiana, ich grüße dich. Du möchtest wissen, wie geht es beruflich weiter? Du hast neu angefangen und möchtest wissen, ist das die richtige Berufung oder kommt eine Veränderung? Das klären wir bei dieser Legung. Was solltest du befestigen? Das hat aber mit deiner beruflichen Situation was zu tun. Das ist dein Glauben. Du bist im richtigen Weg. In diesem beruflichen Lebensweg kreuzt sich noch etwas in dein Leben. Vielleicht dadurch ändert sich etwas. Also es ist gut möglich, dass später nochmal eine berufliche Veränderung da sein wird. Aber jetzt bist du im richtigen Weg. Es ist auch möglich, dass im jetzigen Arbeitsplatz ändert sich etwas, dass sie wichtige Entscheidungen treffen und bekommst du eine andere Aufgabe, aber bleib in Vertrauen. Was ist das Gute bei dieser Arbeit? Das zeigt hier diese Anker. Das symbolisiert auch Arbeit, aber auch die Sicherheit, das Gefühl zum haben, ja, hier bin ich angekommen, hier fühle ich mich verankert. Und das bietet dir diese Arbeit an. Gibt es irgendwelche Intrigen, also etwas, was dich eventuell belasten könnte? Ja, eine Frau macht schon Schwierigkeiten. Das zeigt hier auch diese Peitsche, verletzten Worten, verletzten Gefühlen und es kommt von dieser Frau. Aber wenn diese Frau direkt oder indirekt dich angreift, dann wehre dich. Und anderen, auch die Vorgesetzten, sind mit dir zufrieden. Du hast das Glück, dass andere dich unterstützen. Wie stehst du jetzt in diesem Arbeitsplatz? Wie sehen die anderen dich, abgesehen jetzt von dieser Frau? Du stehst hier mit diesem Sonnenstrahl. Du strahlst Glück aus oder Wärme. Und das ist Anziehungskraft, weil das macht dich sympathisch und du hast hier auch die Sternenhimmel, die Unterstützung. Man könnte sagen, du bist beliebt. Und das kommt aber von deiner Ausstrahlung, natürlich auch von deiner Arbeit, aber du hast hier Erfolg. Sollst du dich beruflich verändern, jetzt absehbare Zeit, dieser Fuchs symbolisiert Falschheit. Und das bedeutet, das wäre eine falsche Entscheidung. Das wäre eine falsche Richtung. Bleib lieber in dieser Arbeit. Hast du Chancen? Sicherlich, aber das wäre schwierig. Also dieser Zeitpunkt, auch in den kommenden Monaten, ist nicht gut für eine berufliche Veränderung. Du brauchst auch nicht nachdenken, in welche Richtung sollte das sein. Das fressen die Mäuse hier weg. Also das deutet darauf hin, alle drei Karten, es wäre gut, diese Arbeit behalten. Hier hast du die Sicherheit und Stabilität, die Unterstützung und Erfolg. Außerdem, das trägt auch Früchte. Das kann bis Herbst dauern, bis du Lob bekommst oder Lohnerhöhung. Aber das ist wirklich etwas ganz Angenehmes. Dieser Baum zeigt auch Stabilität. Hier bist du verwurzelt und die Zukunft liegt sehr gut. Dieses Herz zeigt nicht nur
dein Herzenswärme, auch die Freundschaften, auch dass du hier gut angekommen bist und das macht dich beliebt, sondern du wirst auch Glück haben in die liebe Partnerschaft. Diese Energie, wo du dich gerade befindest, kann ich in Zahlen umwandeln. Das ist die Zahl 6, die Zahl 1 und die Zahl 2. Die Zahl 6 bedeutet Vergangenheit, Erinnerungen. Das kann sein, dass du hast diese Erinnerungen oder jemand denkt an dich. Du wirst Schritte machen. Und diese Zahl 1 bedeutet auch deine Selbstdarstellung bezüglich der Arbeit, dass du Verantwortung übernimmst. Und dieser Vertrag, dieser Arbeitsvertrag ist stabil. Ich befrage jetzt mein Pendel. Bist du beliebt in diesem Arbeitsplatz? Ja, nein oder nur bei einigen, aber hast auch Gegner? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet im Allgemeinen, du bist dort beliebt. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet, du hast da Schwierigkeiten. Wenn die Pendel stehen bleibt, heißt, so lala, manche mögen dich nicht. Bist du beliebt? Ja, Anfang war ein bisschen so unsicher, diese ganze Bewegung so hin und her. Das kann ein Hinweis sein, dass manche dich erstmal beobachten und wenn sie näher kommen oder habt ihr ein Gespräch miteinander, dann werden sie dich auch vertrauen und schließen dich in ihren Herzen. Also im Allgemeinen kann man sagen, du bist in diesem Arbeitsplatz sehr beliebt. Liebe Rubiana, so könnte ich deine berufliche Situation beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir viel Erfolg und alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.